Und damit. Oh, das ist ein Schrank. Okay, nochmal neu. Willkommen zur nächsten Folge von Scorched Earth, den absoluten Pro-Arc-Projekt, das ihr auf diesem Kanal und auf ganz YouTube finden könnt. Also, falls ihr absoluten Profi-Arc-Content nicht verpassen wollt, dann lasst gerne eine Bewertung da, abonniert gerne und ja, lasst gerne eine Bewertung da. Ne? Ist ja nicht so, als hätte ich das schon gesagt. Gut, was haben wir heute vor? Das ist eine gute Frage. Gut, dass ihr mich das gefragt habt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich bin schon ewig nicht mehr in dieser Welt gewesen. Ich glaube, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, ist es bestimmt ein paar Wochen her. Es ist wirklich, ich habe keine Ahnung, warum ich so lange nicht mehr hier war. Ist aber auch egal. Ich nehme jetzt mal schnell hier eine Folge auf, dass ihr auch eine bekommt. Ich habe gerade überlegt, ob es schlau wäre, dieses komische Schaf da zu zähmen. That's why I just made some Narkosepfeile. Dann versuchen wir, dieses komische Schaf da zu zähmen, weil warum nicht, wenn wir dann irgendwie eine Schere haben? Gibt bestimmt auch kalte Stellen, also würde sich bestimmt anbieten, ein bisschen Feld zur Verfügung zu haben, ne? Nur gut, dass uns das Schaf gerade abgehauen ist. Ich muss es wieder suchen. Och man, jetzt ist dieses blöde Schaf abgehauen. Ach, hier ist es. Hi. Betäubungsfall in deine Brust rein. Mr. Ovis. Und es ist bewusstlos. Perfekt. Man kann es so nicht stemmen. Ist jetzt natürlich unangenehm. Was sagst du dazu? Nichts, gell? Ich auch nicht. Gut, dann müssen wir es doch killen. Wenn man es so nicht zähmen kann, dann geht es leider nicht anders, ne? Schade. Gut, wenigstens haben wir ein bisschen Pelz bekommen. Kann man auch benötigen. Ist ja auch egal. Schade, ne? Ich wollte dich eigentlich nicht töten. Aber so ist es halt. Meine Axt ist gerade kaputt gegangen. Ich kann das Obis nicht mehr looten, weil meine Axt leer gegangen ist. Wie? Hä? Wieso ist das so krass? Du kannst mir nicht erzählen, dass das gerade passiert. Ich wollte gerade sagen. Ich habe gerade locker. Wir schauen kurz nach. Wie viel Pelz haben. Alter, schaut euch das an. Was habe ich aus diesem Vieh gerade rausbekommen? Was ist denn bitte passiert? Ich habe keine Ahnung. Ding ist, uns geht's recht schlecht gerade. Wie man vielleicht merkt. Ich werde jetzt mal kurz gucken, dass wir uns aus dem Weg bewegen von dem Vieh. Sorry, Bro. Ich wollte dir nichts Böses tun. Und uns dann vielleicht mal da hinten kurz die Sachen abliefern. Ding ist halt, ich habe mir meinen Fuß gebrochen. Dadurch kann ich leider immer noch nicht meinen Loot so wirklich gut transportieren. Ne? Das ist natürlich schlecht. Ich werde auch safe jetzt sterben. Ich bin halt im Schatten. Ich weiß nicht, was ich tun soll, dass es kälter wird. Ja, das war jetzt irgendwie abzusehen. Ja, schade, ne? Eigentlich wollte ich nicht sterben, aber irgendwie. So viel dazu. Ich weiß nicht mal, wieso ich gestorben bin. Also, falls mich irgendwie fragen möchte, warum ich jetzt gerade drauf gegangen bin, ich habe keine Ahnung. Wir bauen uns jetzt mal kurz etwas zum. Hier, das hier. Dafür brauchen wir Feuerstein. Das haben wir bestimmt hier drin. Dann bauen wir uns einmal das hier. Reparieren wir unsere Axt. Und platzieren hier mal ein schönes Lagerfeuer. Ich habe zwar jetzt hier nicht so viel Platz jetzt, aber ist egal. Das wird für den Anfang hoffentlich dann reichen. Wir werden jetzt hier nämlich einfach mal das Ganze. Aua. Ich sollte mich nicht verbrennen. Egal. So intelligent sind wir bis jetzt noch nicht gewesen. Egal, wir werden jetzt einfach Holz sammeln, dann können wir nämlich unser ganzes Hammelfleisch da mal in den Ofen ballern. Ich hoffe, das hält ein bisschen länger, weil dann haben wir eine gute Nahrungsquelle. Und falls wir irgendwas zähmen wollen, das ist, glaube ich, auch unser Go-To-Tool. Ich denke aber nicht, dass das so lange aushält. Aber wir schauen einfach mal. Dafür brauchen wir jetzt auch ein bisschen Holz, dass wir das auch mal brennen können. Ich habe gerade vergessen, dass wir an einem Feuer stehen und Feuer vielleicht ein bisschen wärmer ist und es nicht so intelligent war. Jan, du bist ein Genie. Und wieso liegen hier Ostereier auf dem Boden? Was bringt das? Ja gut, nehmen wir einfach mal die Ostereier mit, weil warum nicht? Warum hast du. Hä? Was passiert hier gerade? Ich meine, ich sterbe schon wieder. Apropos, ich sterbe schon wieder. Was ist das für eine Folge, Leute? Wait a day minute. Das ist nicht mein Zuhause. Warum sind wir hier? Habe ich nicht gerade gesagt, ich möchte in mein Bett? Ich bin gerade einfach. Entschuldigung, das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe einmal gesagt, ich möchte bitte kurz an. Okay, das macht die ganze Sache jetzt ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wir müssen da runter. Ah, wieso bin ich jetzt hier gespawnt, nicht bei meinem Bett? Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm, weil wir wirklich in der Nähe sind. Und das ist auch gar nicht so schlecht, weil wir unser Bett schon wieder so gut wie möglich aufgebracht haben. Was ist das da oben? Wieso bin ich in dieser Folge so verwirrt, Leute? Was ist das heute? Was ist das? Da links ist auch schon wieder was. Seht ihr das links? Das müssen wir uns auch besorgen. Wegen diesen blöden Ostereiern bin ich jetzt gestorben. Das kannst du echt niemandem erzählen. Das ist doch ultra peinlich. Ich versuche so viel Hammelfleisch wie möglich zu retten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das hinbekommen, weil wir halt recht wenig Platz. Oh. Oh shit. Oh shit. Es war so klar. Es war so klar, dass mir sowas mal passieren wird. Ja gut, das war's dann. Wir sterben zum dritten Mal in dieser Folge. Zum Glück habe ich mein Bett nicht benutzt. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute. Ich glaube, wir können heute eine kurze Folge draus machen. Weil, also, ja. Unerfolgreich. Einfach unerfolgreich. Das wird totales Chaos. Ich hoffe, du killst mich jetzt nicht, weil ich habe wirklich ein Problem. Wenn ich jetzt schon wieder sterbe, kann ich nämlich nicht bei meinem Bett respawnen. Und ich will eigentlich ein paar Sachen hier angucken. Ich habe gerade 5 Minuten lang überlegt, wie ich das Ding nenne. Das ist einfach etwas, wo man diesen XP-Boost bekommt. Den will ich mir ganz gerne kurz holen. Das Problem ist aber,
mein ganzes Hammelfleisch geht gerade drauf, weil ich ja dadurch, dass ich das Hammelfleisch jetzt noch nicht in den Ofen geballert habe und so, ne? Ist natürlich ein bisschen, naja, egal. Gut, wir holen uns jetzt den XP-Boost. Einmal bitte die Explorer-Note. Dankeschön, was ist hier Schönes? Oh ja, voll interessant, Dankeschön. Ah, eine Wiefer. Cool. Dann haben wir sogar schon ein Level Up. Zwei Level Up sogar. Kann ich irgendwie bei. Keine Ahnung, dass ich mehr aushalte, was Dings angeht? Weiß es nicht. Ich habe eigentlich gehofft, ich kann irgendwie einstellen, dass ich irgendwie mehr Wärme aushalte oder so. Ah, hier. Das müssen wir uns einmal beibringen. Damit können wir nämlich uns abkühlen. Das wäre wahrscheinlich die erste Rüstung, die wir uns bauen sollten. Und ich werde auch gucken, wie wir an organisches Polymer rankommen, um dem Ganzen auch demnächst nachzugehen, weil mich nervt dieses warme Zeug da schon ein bisschen. Also ich meine, ich hätte damit rechnen können, dass in der Wüste es warm ist und so. Aber es ist schon nervig, dass das so ein Problem ist in den Folgen. Ich bin jetzt heute wie oft gestorben wegen der Hitze? Ich möchte es gar nicht zählen. Und ich habe auch wirklich Sorge, dass ich nochmal sterbe. Besser gesagt, ich gehe davon aus, dass ich nochmal sterbe. Was dann das Problem aufruft, dass ich keine Ahnung habe, ob mein Dings das überhaupt aushält. Mein Bett, das überhaupt wegtankt, dass ich schon wieder am Sterben bin. Hi. Ich habe ein Wasser getrunken. Ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. Wie trinkt man aus ihnen das Wasser? Ich glaube nicht, dass ich das herausfinden möchte. Mir ist schon wieder. Ich sterbe schon wieder, Leute. Ich sterbe schon wieder. Was mich jetzt interessiert ist, was brauche ich denn für ein Bett? Was brauche ich denn für ein Bett, dass ich mir sicherstellen kann, dass ich nicht schon wieder sterbe? Okay, gut. Das Ding ist halt, wir werden jetzt auf jeden Fall wieder sterben. Nur, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch dazu sagen soll. And once again, we are dead. Ich hab grad gedabbt. Plan für den jetzigen Zeitpunkt, wo wir nicht sterben. Absolut uns beeilen, dass wir vielleicht nicht. Und, warte, fängt es gerade an zu regnen? Okay, nein, tut's nicht, schade. Dass wir uns noch ein drittes Bett bauen. Aber was mich wirklich interessieren würde, ist, wie ich an organisches Polymer rankomme. In Scorched Earth. Ich glaube, ich google das gleich mal. Dann kann ich euch das nämlich sagen, weil dann können wir wirklich angehen, uns so ein. Ja, so eine Rüstung zu bauen. Das wäre, ich glaube, das Schlauste, was wir jetzt machen können, bevor wir irgendwas anderes machen. Weil diese Hitze ist halt schon ein Problem. Vor allem, weil wir ja genau im heißesten Gebiet von der ganzen Welt einfach uns dazu entschieden haben zu wohnen. Ja gut, das passt schon mal alles. Deswegen, ja, würde ich sagen, vielleicht sollten wir das angehen. Organisches Polymer in Scorched Earth, Mr. Laut Boot. Ark Survival Evolved Forum und Community, der Verzehr dieser Ressource endet tödlich. Im DLC Scorched Earth droppt der Mantis diese Ressource. Organische Polymer kann zum Selbstmord eingesetzt werden. Verzehrt man ein Stück organisches Polymer, erhält man einen Schaden von 500. Oh, okay, danke. Also es gibt die Mantis, das ist die Gottesanbeterin. Ich bin gerade richtig dumm rumgelaufen. Ich dachte nämlich, hier oben hätte ich irgendwas gesehen, aber es ist nur ein Stein. Das Problem ist halt, der Stein bedeutet jetzt wieder mein Tod. Joa, wo kriege ich die Mantis? Wir machen Teil 2 davon. Mantis Scorched Earth. Oh, schade, sie liest uns nichts vor. Leute, steht hier aber nicht, wo ich die ganzen Dinger finde. Deathworm Horn. Okay, also eine Mantis werden wir uns auf jeden Fall demnächst wohl ranholen müssen. Ich muss sagen, ich habe einen großen Hass gegen die Käferviecher in Ark. Ich finde die recht eklig. Und ich denke, bei der Mantis wird es nicht besser werden, weil die ist, glaube ich, auch gar nicht so sexy. Jetzt mal for real, was mache ich jetzt? Also, ich kann jetzt ja nicht wirklich viel machen, außer abwarten, dass Nacht wird. Weil, wenn jetzt an Tag, ist schon ein bisschen schwierig so mit der Hitze irgendwie umzugehen. Dementsprechend warten wir jetzt, bis Nacht ist und spielen dann weiter? Oder was ist mein Plan? Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, da hinten ist so ein Vieh. Die finde ich auch ziemlich cool. Das habe ich auch schon mal gesehen. Oh, und das habe ich noch nicht gesehen und das macht mir irgendwie Sorgen. Oh, da ist ein T-Rex. Ach so. Ja, ist okay. Ist okay. Tech T-Rex. Einfach mal so kurz in der Nähe meiner Dings. Wie kann es eigentlich sein, dass in jedem Ark-Projekt ein T-Rex um die Ecke ist? Jetzt mal for real. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Ich kann nirgendwo hinlaufen, weil ich wahrscheinlich sterben werde vor Hitze. Ich kann auch nirgendwo hinlaufen, weil ein T-Rex um die Ecke ist. Sieht nicht so gut aus. Und da ist wirklich was. Das ist nicht ein Stein. Ach, da ist ein T-Rex. Ach so, da ist noch ein T-Rex. Ist okay. Alles gut, Leute. Gerne, gerne. Ich habe gern den T-Rex-Party-Modus eingeschaltet. Keine Ahnung, Alter. Warum? Ich dachte die ganze Zeit, hier wäre irgendwie so eine Art Zelt gestanden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich auf die Idee kam, aber es hat sich irgendwie so angefühlt, als hätte ich das da gesehen. Naja, dann halt nicht. Ich hoffe, jetzt da vorne ist irgendwie Wasser. Weil uns wird gerade schon wieder ein bisschen zu warm. Wir sind auch, warum auch immer, überfüllt. Einmal bitte weg mit dem ganzen Zeug. Ich möchte nicht sterben. Aber nein, es sind nur T-Rexe, die wir sehen.
Da schüttelt es mich. I war das eklig. I war das eklig. Ich habe ja eigentlich keine Angst vor Insekten, ne? Aber das ist schon hart eklig gewesen. Davon ist ein Raptor. Ach, wie nett. Och nö, wir sind schon wieder am Sterben. Das gibt's wirklich nicht. Also wie oft kann man denn in einer Episode sterben? Frage Nummer 1. Und zweitens, wie verloren kann man in einer Episode sein? Ich meine, für euch ist das bestimmt sehr viel Spaß, ne? Aber für mich. Und wir sterben zum 10.500, was weiß ich, wievielten Mal in dieser Episode. Jeden Augenblick, währenddessen, ja gut, wir sind tot und stehen da wie eine Eins. Zum Glück haben wir jetzt 3 Betten hier in unserem Lager. Ja Leute, weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich euch das erklären soll, aber wir beenden hier die Folge, weil ich glaube, ich gebe auf. Ich gebe einfach auf, offiziell. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja Leute, offiziell, ich gebe auf, also zumindest für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Ich werde mir währenddessen aber mal eine Taktik ausdenken. Ich muss mal ein bisschen was durchgehen, wie wir das machen. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich Chaos. Es ist Chaos. Und ich möchte nicht so oft sterben in einer Folge. Das war's. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Und danke für den Chaos anschauen.